Geil, dass du wieder da bist. Heute klären wir die Frage: Online-Dating top oder flop? Schön, dass du wieder da bist. Ihr fragt mich immer wieder: Online-Dating, Tim, wie gehe ich da am besten vor? Lohnt sich das überhaupt für mich? Deswegen will ich heute mir mal mit euch zusammen die Vor- und auch die Nachteile vom Online-Dating angucken. Grundsätzlich fangen wir mal mit den Vorteilen an, die Online-Dating gegenüber den anderen Dating-Formen, und das sind in diesem Fall Frauen im Alltag, auf der Straße, im Club kennenlernen und dem sozialen Frauen-Daten, Freundeskreis und so weiter. Was sind die Vorteile vom Online-Dating? Online-Dating hat den Vorteil, gerade den beiden anderen Methoden gegenüber, dass es gezielter ist. Wie meine ich das? Wenn du jetzt Waschmaschinen verkaufen willst und das Telefonbuch anrufst, dann wirst du viele Leute anrufen, die bereits eine Waschmaschine haben. Du hast also die falsche Zielgruppe oder eine nicht sortierte oder gezielte, gesonderte Zielgruppe. Wenn du jetzt aber eine Liste von Leuten hast, die alle eine Waschmaschine suchen und du suchst die an und willst dir eine Waschmaschine verkaufen, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass du am Ende des Tages eine Waschmaschine verkaufst. Und das Gleiche passiert im Online-Dating. Im Online-Dating sind Frauen unterwegs, die dich daten wollen oder die generell daten wollen. Ich weiß nicht, ob sie dich daten wollen, aber die wollen daten. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Frau, die vielleicht nur wegen Aufmerksamkeit da ist oder um mal zu schauen, aber die meisten Frauen wollen tatsächlich daten. Das ist gut, denn so triffst du die Frauen, die du auch tatsächlich suchst. Auf der Straße hast du es deswegen sehr oft, dass du eine Frau ansprichst und sie bereits einen Freund hat. Manchmal erzählen sie dir auch, sie hätten einen Freund, um dich loszuwerden, ganz klar. Aber viele haben auch einfach einen Freund, weil es eben nicht gezielt ist, weil auf der Straße eben alle Frauen unterwegs sind. Das ist ein ganz klarer Vorteil vom Online-Dating zum regulären Dating und auch zum Freundeskreis-Dating, denn du hast eine viel bessere Zielgruppe dort an dieser Stelle. Deswegen ist übrigens auch Club unter Umständen nicht so schlecht, denn im Club sind tendenziell auch eher Frauen, die Single sind. Ja, Club ist so ein bisschen an der Stelle wie Online-Dating, was die Zielgruppe angeht. Gibt natürlich im Club auch immer wieder Frauen, die nicht Single sind, sondern vergeben und nur mit ihren Freunden tanzen wollen. Aber da gibt es doch tendenziell auch Single-Frauen mehr. Ein anderer Vorteil von Online-Dating ist, dass du es nebenbei hermachen kannst. Das heißt, während du auf dem Klo sitzt, während du in der Bahn sitzt und gerade sowieso nichts anderes zu tun hast, kannst du theoretisch Online-Dating machen. Also diese Online-Dating-Sache kann deine anderen Dating-Vorhaben ergänzen. Das Frauen auf der Straße ansprechen, Frauen im Freundeskreis kennenlernen etc. Club vielleicht. Das kann das ergänzen, weil du es nebenher machen kannst. Und das ist schon sehr praktisch. Das ist sehr praktisch, das ist eine gezielte Zielgruppe. Und du hast auch, und das ist ein weiterer Vorteil, gerade wenn du in einer kleinen Stadt oder vielleicht auf dem Dorf wohnst, hast du eine Reichweite, die du sonst gar nicht hast. Ich hatte mal jemanden in meinem Coaching auf Stralsund und der konnte durch Online-Dating dann halt größere Reichweite hatte der dann. Der hat auf Rügen gewohnt, Quatsch, nicht Stralsund, sondern auf Rügen in so einem kleinen Dorf und hatte durch Online-Dating einfach eine größere Reichweite. Das kann ein Vorteil sein, wenn du nicht in der Riesenstadt wohnst. Kann es sein, dass du durch die Reichweite mehr Frauen kennenlernst, die du sonst niemals kennenlernen würdest. Wenn du dich jetzt fragst, okay, Frauen kennenlernen, wie soll ich sie dann von mir überzeugen, wie kann ich sie anziehen? Erst Link in der Beschreibung kannst du dir den drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Das ist ein gratis PDF, in dem ich dir zeige, was wichtig ist, wenn du Anziehung auf Frauen aufbauen willst. Erst Link in der Beschreibung. Das sind die Vorteile vom Online-Dating. Höhere Reichweite, gerade bei kleinen Gebieten. Du kannst es von überall aus machen und die Zielgruppe ist gesonderter. Kommen wir jetzt mal zu den Nachteilen. Das sind die Vorteile. Nachteile. Ein ganz klarer Nachteil ist, dass du dich nicht überwinden musst, dass es keine persönliche Entwicklung gibt im Online-Dating. Also es gibt sie schon, aber nicht so sehr wie auf der Straße, wenn man diese beiden Sachen jetzt miteinander vergleicht. Auf der Straße musst du dich deinen Ängsten stellen, du musst dich überwinden immer und immer wieder und da wächst du als Person. Auch wenn du im Freundeskreis mit einer Frau flirtest, braucht das Mut. Online-Dating ist, ja, du schreibst und toll und du überwindest den schwierigsten Teil des Kennenlernens, nämlich den Anfang mit Schreiben und versteckst dich sozusagen hinter dem Bildschirm. Das wird dich weniger gut in deinen Flirt-Skills machen auf Dauer, als wenn du auf der Straße unterwegs wärst. Da ist also viel weniger Entwicklungsmöglichkeit da. Die andere Sache ist, dass wenn du im Online-Dating so richtig erfolgreich werden wollen würdest, dann müsstest du schon sehr gut aussehen. Denn die Männer, für die Online-Dating richtig gut funktioniert, sind die richtig gut aussehenden. Und Männer, die vielleicht gar nicht so gut aussehen, haben im Online-Dating relativ schlechte Chancen. Außer du hast ein tolles Profil. Da hast du auf der Straße teilweise bessere Chancen, denn du kannst zusätzlich noch mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Auftreten, mit deiner Körpersprache überzeugen, wo du beim Online-Dating eben nur deine Bilder hast und dann schreiben kannst. Das ist ein weiterer Nachteil. Du hast ein sehr eindimensionales Gespräch. Du schreibst nur. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, relativ schnell von solchen Plattformen wie Tinder dann auf WhatsApp zu wechseln, um Sprachnachrichten nutzen zu können, damit du halt mehr
rüberbringen kannst, mit deiner Stimme arbeiten kannst. Das ist ein großer Nachteil vom Schreiben, denn das verläuft sich ziemlich schnell. Ja, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, dass du auf einer Online-Dating-Plattform geschrieben hast und irgendwie ist nichts draus geworden und es ist so im Nichts zerlaufen. Das passiert sehr häufig und liegt einfach daran, dass nur geschrieben wird und dass man zum Beispiel auf den Plattformen auch nicht so regelmäßig unterwegs ist wie auf WhatsApp. Deswegen schnell auf WhatsApp wechseln, das ist ganz wichtig. Du hast also den Nachteil, dass du viel weniger ausdrücken kannst, als wenn du jetzt eine Frau im Alltag ansprechen würdest. Der weitere Nachteil ist, wie gesagt, wenn du nicht super, super gut aussiehst, dann kannst du Online-Dating nicht zu seinem optimalen Punkt nutzen. Heißt nicht, dass es keinen Sinn macht. Das musst du für dich selbst rausfinden. Aber je besser du aussiehst, desto besser funktioniert Online-Dating. Und Straße funktioniert generell für alle Zielgruppen besser, egal wie gut du jetzt aussiehst. Das ist eindeutig ein Nachteil vom Online-Dating. Ein weiterer Nachteil ist, dass du dich gut um dein Profil kümmern musst. Kann dann aber auch zum Vorteil werden. Also du musst ein gutes Profil haben, du solltest gute Fotos haben, hat dann aber auch den Vorteil, dass wenn du einmal gute Fotos gemacht hast, wenn du das Investment einmal gemacht hast, dann läuft dein Account halt auch. Nachteil beim Online-Dating ist wieder, unter Umständen kostet das Geld. Ich habe Tinder mal eine Zeit lang Tinder Gold genutzt, um zu gucken, ob das einen Unterschied macht. Gefühlt hat es wirklich einen Unterschied gemacht. Das heißt, mit Geld kommst du da schon besser weg. Das kostet dich also. Das andere kostet dich wieder nicht. Das kostet dich nur Mut, das brauchst du beim Online-Dating nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, beim Online-Dating, und das würde ich als weiteren Nachteil aufführen, sind ein paar komische Frauen unterwegs. Frauen, die nicht auf der Straße angesprochen werden, sind dann im Online-Dating unterwegs. Das heißt, manchmal kann man wirklich tolle Frauen treffen, habe ich jetzt auch schon gerade in Leipzig gehabt, dass ich viele tolle Frauen getroffen habe. Manchmal sind auch wirklich komische Frauen dabei und du hast halt den Nachteil, dass manchmal triffst du Frauen und merkst dann, wenn du sie siehst, oh mein Gott, die hätte ich im echten Leben nie angesprochen. Das ist ein weiterer Nachteil. Du weißt halt nie so ganz, was du bekommst im Online-Dating. Auf der Straße ist es ganz klar, du hast die Frau gesehen, sprichst sie an, wenn sie dir gefällt, tausche Nummern und wenn du sie dann triffst, dann hat sie dir bereits gefallen. Im Online-Dating kann es sein, dass du Frauen triffst, die dir eigentlich gar nicht gefallen, die gar nicht dein Typ sind und du weißt es vorher einfach nicht. Das ist schon ein Nachteil. Es gibt also verschiedene Nachteile und Vorteile vom Online-Dating und meine Conclusion wäre, nutz Online-Dating gerne mit, aber bitte nutze nicht nur Online-Dating, das ist ein großer Fehler, sondern trau dich auch, lerne auch Frauen im Alltag kennen, nutz deine Chancen, nutz sie voll aus, nicht nur zur Hälfte und ja, nutz Online-Dating. Nutz Online-Dating so lange, bis du feststellst, okay, bei mir kommt einfach gar nichts beim Online-Dating rum, dann lass es sein. Aber probier es aus, probier, wie es für dich läuft und denk immer dran, optimiere dein Profil. Gute Profilbilder sind wichtig, ansonsten läuft es im Online-Dating einfach nicht. Denn das ist der erste Eindruck, das ist der wichtigste Eindruck. Gute Profilbilder sind keine Selfies, möglichst Fotos, die andere Leute von dir gemacht haben, eine gute Qualität, zieh dich gut an, wirke einfach positiv, lächel auf den Fotos. Du kannst auch gerne mit Menschen, anderen Menschen auf den Fotos sein, das sollte aber klar erkennbar sein, wer da du bist. Andere Frauen auf Fotos ist theoretisch auch okay, solange du nicht mit denen rummachst oder so, dann wird es ein bisschen sehr direkt und in your face, kann auch funktionieren, für die meisten Leute aber eher nicht. Gerne auch Fotos, wo man sieht, was du so gerne machst, aber bitte irgendwie, man muss dich auch erkennen auf diesen Fotos, ja, nicht irgendwie ein Foto von einem Wasserfall, das zeigen soll, dass du gerne reist und du stehst so weit hinten, dass man dich beim Wasserfall gar nicht mehr erkennen kann. Das wäre nicht so schlau. Das heißt, Online-Dating hat Vor- und Nachteile, ganz klar, aber ich würde dir empfehlen, nutze es in deiner Flirt-, in deiner Frauen-Kennenlern-Strategie, binde es mit ein, schau, welche Plattform für dich passt und dann kannst du unter Umständen Vorteile aus dem Online-Dating ziehen, vielleicht auch nicht, dann solltest du es wieder kicken. Geil, dass du dabei warst, freue mich, dich hier gehabt zu haben. Links neben mir abonnierst du den Channel, unter mir kannst du dich für einen Coaching-Platz in diesem Jahr bewerben und unten rechts kommst du zu einem Video, wo du mehr Informationen zu dem Thema Erfolg mit Frauen bekommst. Unbedingt draufklicken, wenn du das Video bis hierhin gesehen hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.